Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Thief Simulator. So, was machen wir dann jetzt, Leute? Haben wir genug, um endlich mal die Fähigkeiten hier auf Trab zu bringen? Beweglichkeit ist dann hier falsch. Nee. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir mal mit dem Stehle weiter. Ich habe gerade einen Auftrag aufgenommen. Haus 104 müssen wir. Dann müssen wir mal wieder eine Konsole stehlen. Ich bin gerade mal richtig in dieses Spiel drin. Ne? Das macht gerade richtig Laune. Ich mag auch das Game. Es ist wirklich, wirklich gut. Es hat auch mehr zu bieten wie der Vorgänger. Also bis jetzt ist halt mehr drauf zu achten, ne? Mit den Hunden und alles andere noch ein bisschen. Und dass es auch jetzt die Drohnen gibt. Ich will jetzt nicht sagen, was mein Favorit ist oder sonstiges. Aber es gibt schon einiges, was hier jetzt zum Beispiel besser ist. Aber das andere Spiel war auch nicht schlecht. So, aber ich möchte mal ganz kurz gucken, was für ein Tag hier am besten für uns wäre. Ich hätte mich ganz gerne mal einen Tag, wo der einfach mal nicht da ist. So, am 24. Tag der Wiederauffüllung. Alle Artikel werden für 10% weniger verkauft, das ist so schlecht. Normaler Tag. Parade. Die meisten Leute gehen um 9. Okay, normaler. Okay, 24. ist sehr schlecht für uns. Allerdings möchten wir eh nur die Konsolen klauen. Und dann das sind zweimal normale Tag. Auch das mit dem Kalender, das finde ich so geil. Feier ich wirklich. Sehr. Aber dass wir uns auch noch nicht verändern können, das ist wiederum nicht so toll. Weil ich hätte schon wieder dieses Flammenauto mit dem Schwarz unten runter. Oh, das war so schön. Das war so schön, wo ich gesehen habe, dass es geht und das Geld gespart habe. Überfreue, wo wir uns endlich dieses Auto leisten konnten. Das war so schön. Das war so abnormal schön. Das weckt gerade richtig Erinnerungen. So. Es ist übrigens um die Uhrzeit keiner hier. Es war nur kurz. Ach ja. Auch, dass wir mit dem Handy mehr machen können. Wir können jetzt auch ruhig laut sein. Gerade Scanner hier. Und hier gibt es immer sehr, sehr viel. Wir sollten aber jetzt nicht verkaufen, wir sollten dann am nächsten Tag. Habe ich verriegelt? Nee, ich habe nicht verriegelt, ne? Scheiße. Das war jetzt dumm. Ich verriegel schnell. Oder habe ich verriegelt? Habe ich verriegelt? Nee. Drei Kilo. Sind wir jetzt mit
So, ich möchte das hier endlich haben. Den Dressur. Jetzt ist gerade die beste Zeit dafür. Der eine kommt zwar gleich wieder. Kopfhörer, willst du mich veräppeln? Nee, oder? Ja, aber wo ist denn diese Konsole? Er kommt gleich. Und das Schlimme ist, ich weiß nicht, wo er hingeht. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal raus. Sneaken. Was sollen die sein? Na gut, in der Zeit können wir mal diese Kamera hier. Oh. Sollten vielleicht mal die Krone mal kurz weg tun. Lager 1. Ist, glaube ich, dort, wo der Tresor war. Fällt es ihm auf, dass der Tresor? Nee, ich fällt ihm. Die mir auch nicht auffällt, dass die Kameras nicht an sind. Um 5 Uhr kommt der hier rein. Wo ist denn die? Wo ist die Konsole? Scheiße. Wir sind friedlich. Oh. Wirklich jetzt? Okay, ich glaube, wir können heute mal darauf verzichten. Und hauen jetzt einfach ab. Ich wollte gerade sagen, das Schlösserknacken ist jetzt einfacher geworden, aber... So, was machen wir jetzt? Ich hätte es halt schon gern. Er war ja davor schon eine Zeit lang nicht zu Hause. Vielleicht sollten wir so um 22 Uhr rum da rein und sollten dann uns halt mal wirklich mal nur auf diese Konsole konzentrieren zu suchen. Also ich habe das Gefühl, ich werde immer besser, ne? So. Aber jetzt schlafen wir erstmal bis 0. Einfach damit wir wieder mehr kriegen als normaler Tag. Ja, so machen wir's. So, ein normaler Tag. Wir können normal hier. Raven! Oh, ich erschrecke mich jedes Mal. Der von damals, ne? Der Typ. Der war so angenehm im ersten Teil. Ich habe es geliebt, mit dem zu reden, denen die Sachen zu verkaufen,
Was schon, was ist mit denen? Der schreit mich an, Alter. Was schreit doch seinen Kunden nicht zum Grüßen an? Oh Mann. Ich will es am liebsten erst in den ersten Teil nochmal gehen und zu den. Und mir nochmal den Verkäufer da angucken. Aber nee, das machen wir jetzt nicht. Wie kostet. Also. Ich zeige euch jetzt mal, dass ich das auch richtig machen kann. Auch gerade einpacken kann. Das sieht hier aus wie. Die Spiegel funktionieren gar nicht. Naja. So müsste es. Ein bisschen zu. Warte. Sorry Leute, aber das will ich jetzt hinkriegen. Ich will mal richtig einparken. Ich will nicht immer hier. Ist das besser? Hey, komm. Na gut, die Räder sind ein bisschen drüber, aber. Also, komm, das sieht doch jetzt schon mal besser aus. Och nee, jetzt rechens. Da. Raus hier. Ah, die Kamera ist hier noch ausgeschaltet, praktisch. Jetzt steht er auf dem Stuhl, ich bin zu früh. Dieses rote Auto, das nervt. Dieses rote Auto, wo schon ständig vorbeifahrt. Mann, jetzt steig doch mal ein, verdammt. Okay, jetzt reicht mir's aber wohl mit. Mann! Schlafen bis 23 Uhr. So. Ich geh dir jetzt endlich wohl raus. Hallo? Na? Warum fährst du immer hier rum und her? Es ist was Sache. Hier lang, dann wieder zurück, dann wieder nach vorne. Bist du ein Wächter oder was? Hopfer weiter. Und bleib diesmal da vorne. Auf jetzt, soll ich dich anschieben? Meine Güte. Der huckt du immer noch dort. Aber ich muss das jetzt mal rauskriegen. Wann dort Kenner ist. Oh, dann machen wir halt 0 Uhr. Ja, 0 ist so gleich. Da hockt ihr immer noch da. Kannst du nicht mal nach Hause gehen? Ja, 0 Uhr, siehst du 0? 0 bis, nur bis 1? Kann mir nicht vorstellen, dass er nur schon weg ist. Rob jetzt. Los. Ab. Los. Schneller. Gustavo. Danke. Meine Güte, ist das anstrengend mit denen. Ich sag's euch, Leute. Diese Verbrecherkarriere wäre nichts für mich. So, jetzt du nahe hier. Und jetzt finden wir mal die richtige Konsole hier. Das gibt's doch wohl nicht. Jetzt können wir so laut sein, wie wir wollen, obwohl. Die ist halt nicht lang weg. Brieftasche. Was ist das? Ein Taschenrechner. Kommt ja eine Konsole. Nicht ähnlich. Nicht ähnlich, nee. Man nimmt doch das Geld, wir haben keine Zeit. Spiel. Spielfigur. So. Ist nix weiter. Eine Box. In den Regalen hier in der Mitte ist nix. Hier drüben ist ein Taschenrechner noch einmal. Lautsprecher, eine Tastatur. Hat doch ein paar Sachen, ne? Aber das, was wir wollen. Ja, wo ist denn der? Ja, hier drin ist er ja nicht. Dass ich ja nicht merke, dass der Ressort geknackt vor ist.
Ja, wir können ja mal da vorne. Oha. Seht ihr, es nimmt jetzt eins weg. Ich will das Fenster schließen. Geht es, Nimi? Ne, das Risiko gehe ich jetzt nicht an welchem Fenster. Oh. Hier sind Stühle, hier ist noch ein bisschen Geld. Vielleicht ist die Konsole ja auch einfach nicht in ein Regal. Wo sollen die sonst sein? Hier ist auch nichts. Einen Lautsprecher kann ich einfach so nehmen. Was ist das hier? Was habe ich jetzt gemacht? Strom oder was? Kann ich noch nichts machen. So ist nichts. Ist es wirklich aus 104? Ja. Ja, du kann ich noch nicht. Nein. Vielleicht muss ich auch ein paar Tage warten, weil ich zwischenzeitlich die geklaut hatte. Das kann sein, dass ich die halt vor ein paar Tagen geklaut habe. Und es resettet sich ja nur alle paar Tage, die Gegenstände. So. Ich sneake lieber. Also ich denke, XP bringt das jetzt dennoch diesen Einbruch. War ja erfolgreich, aber... Nee, war nicht. Jetzt ist er erfolgreich. Oh. So. Nicht wieder... Meine Güte! Oh. Es war doch nicht erfolgreich. Oh, jetzt muss ich nochmal Rechnungen zahlen. Okay. Okay. Also gut, Leute. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute, von heute.